dafür kommt jetzt was Schreckliches. Und zwar mein persönlicher Beitrag zur Konfliktforschung im Ruhrgebiet, vielleicht auch übertragbar hier auf Bonn. Hast du ein Problem oder was? Vor kurzem habe ich meinen Wagen geparkt. Das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Ich mache das eigentlich sogar jedes Mal, bevor ich aussteige. Danach bin ich kurz zur Sparkasse, um einen Kontoauszug zu ziehen und meine GEZ-Gebühren zu überweisen. Das stimmt mich immer nicht so besonders fröhlich, muss ich zugeben. Als ich zurück zum Parkplatz kam, stand da ein Ford Galaxy vor meinem Auto, gefüllt mit einem schnauzbärtigen Mann auf dem Fahrersitz, der mich böse anguckte. Warum, wusste ich nicht so genau, dachte mir aber, dass der vielleicht auch seine GEZ-Gebühren überweisen müsse. Dem Gesicht nach zu urteilen, die der letzten 3 Jahre auch noch. Das änderte allerdings nichts an der Tatsache, dass er seinen Wagen so geschickt geparkt hatte, dass ich mit meinem Auto weder vor- noch zurückfahren konnte. Also sprach ich den Schnurrbart freundlich an. Und fragte ich scherzhaft, was machen wir jetzt? Hast du ein Problem oder was? Sagte der Mann. Im Übrigen glaube ich, ohne meine Frage überhaupt mitbekommen zu haben, mehr so aus dem Affekt heraus, oder so wie andere Leute sich mit Hallo oder wie is it begrüßen. Nicht ganz so, mehr so wie ein ganz mies gelaunter Dobermann einen Einbrecher begrüßt. Hast du ein Problem oder was? Was entgegnet man da? Ich meine, bei Hallo sagt man auch Hallo. Bei wie is it sieht es schon wieder ganz anders aus, da sagt man muss. Aber bei hast du ein Problem oder was, war ich einfach überfragt. Zudem hatte ich mal gelesen, dass eine falsche Antwort auf bestimmte Begrüßungsrituale in manchen fremden Kulturen ganz schnell zu richtig schweren Verstimmungen führen kann. Nehmen wir mal zum Beispiel Japan. Einmal an der falschen Stelle gewinkt, können sie da einpacken. Verlieren sie alles. Freunde, Familie, Versorgungsansprüche, alles weg. Ja. Wegen einmal falsch winken. Jetzt konnte man dem Ford Galaxy Mann zwar ansehen, dass er mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht aus dem fernen Osten, sondern mehr so aus der Gegend rund um Gelsenkirchen herumkam, aber ganz ehrlich, so richtig kenne ich mich da auch nicht aus. Guckt er mich allerdings auch so wartend an. So als ob von seiner Seite aus mit dem Satz, hast du ein Problem oder was, alles gesagt sei und es damit jetzt meine Aufgabe wäre, das Gespräch fortzuführen. Wegfahren konnte ich ja eh nicht. Also beschloss ich, die Frage erstmal wahrheitsgemäß zu beantworten. Ja, sagte ich, ich habe ein paar kleinere Probleme. Zum einen mit meinen Füßen. Sie schmerzen, wenn ich über eine längere Strecke schneller renne als im normalen Lauftempo. Ausschweifend berichtete ich dem Schnurrbärtigen, dass die Ursache für diese meine zwar nicht mich existenziell bedrohenden, aber dennoch zuweilen etwas unangenehmen Fußschmerzen wohl in ein paar älterer und schlecht angepasster Einlagen für Sportschuhe liege, die ich meine persönliche Laufsituation gefährlich fehleinschätzen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren des Öfteren getragen hatte und die, das würden auch Orthopäden und Sporthochschulabsolventen bestätigen, meinen Außenriss derart verformt hätten, dass sie das eigentliche Problem, nämlich die schon damals zuweilen aufgetretenen Schmerzen bei hohem Lauftempo damit eher verstärkt hätten. Behoben, sodass ich heute im Alter von 32 Jahren eigentlich rückblickend sagen könnte, sich besser gar keine Einlagen hätte tragen und stattdessen mehr mit dem Fahrrad fahren soll, denn beim Radfahren würden gänzlich tempounabhängig im Übrigen besagte Schmerzen nicht auftreten, egal welche Schuhe ich dabei anhätte. Dankeschön. Außerdem wäre mein Wäschetrockner kaputt. Aber das sei als Problem Nummer 2 ja eher unerheblich, weil ja momentan schönes Wetter wäre. Willst du mich verarschen oder was? Sagte der ehemalige, hast du ein Problem oder was, Mann? Entweder um mir mal eine Variante zu präsentieren oder, was ich eher vermute, um mir eine erhöhte Eskalationsbereitschaft anzuzeigen. Offenbar befand ich mich kurz vor, soll ich aussteigen? Oder was? Während ich noch nach einer vernünftigen Antwort suchte, trat ein älterer Herr hinzu. Dessen Wagen war ganz offensichtlich genauso eingeparkt wie meiner und so hatte er unserer Unterhaltung unfreiwillig beigewohnt. Nee, das glaube ich nicht, dass der junge Mann Sie verarschen will, sagte er freundlich. Zum einen kann man, was jetzt aus Ihrer Perspektive sicherlich ein bisschen schlecht erkennbar ist, deutlich den zwar minimal, aber doch klar beschädigten Außenriss des rechten Fußes, selbst in diesen Sportschuhen da ausmachen. Zum anderen bin ich selbst lange Jahre Mediziner in einer orthopädischen Klinik gewesen und kann die Ihnen gerade berichtete Krankheitsgeschichte als einen recht typischen Fall bestätigen, wie er mir in meiner Laufbahn immer wieder untergekommen ist. Die Sache mit dem defekten Trockner kann ich natürlich nicht bezeugen.
würde aber sagen, dass die offensichtliche Ehrlichkeit in Bezug auf Problem Nummer 1 da auch eine positive Ehrlichkeitsprognose bezüglich der Trocknerproblematik zulässt, so dass wir ziemlich sicher von einer Nichtverarschung Ihrer geschätzten Person ausgehen können. Hast du ein Problem oder was? Das ist jetzt an der Stelle die Rolle, ja. Wiederholte sich die geschätzte Person. Nee, momentan eigentlich nicht, sagte der ältere Mann, mir geht's ganz gut, danke der Nachfrage, aber Sie müssen sich da gar keine Sorgen machen. Wissen Sie, ich habe jetzt seit 4,5 Jahren meine Rente durch und Langeweile kommt bei mir ja nicht so schnell auf. Ich habe ja viele Hobbys. Ich angel gerne, ich koch gerne, ich sammle außereuropäische Briefmarken, die Fische abbilden. Sehen Sie mal, es gibt da in den Fischdarstellungen die herrlichen Varianten. Nehmen wir mal zum Beispiel asiatische Schollen. Ja? Da werden Sie jetzt wahrscheinlich noch keine gesehen haben, aber die haben auf den Marken immer so einen lächelnd erhabenen Gesichtsausdruck. Ja, weil die Scholle im asiatischen Raum einen hohen Stellenwert hat, jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen. Im Gegensatz zum Beispiel zum Thunfisch, der auf den Marken immer so ein bisschen knötterig guckt, weil in dem Moment fuhr der Galaxy los. Mit einem fluchenden und mit der Faust drohenden Schnauzbartbesitzer am Steuer beschleunigte er, wie ich fand, etwas zu schnell und rammte einen Opel Astra, der gerade aus einer Parklücke herausfuhr. Hast du ein Problem oder was? Schrie der Fahrer des Astra und stieg wutentbrannt aus. Auch der Ford Galaxy-Fahrer stieg aus und schrie. Dann schlugen sich beide die Augen blau. Jetzt hat er ja sein Problem, sagte ich, während die Polizei versuchte, die beiden zu trennen. Ja, entgegnete der ältere Herr. Man muss nur den Richtigen fragen.